Hey Leute, wir müssen immer noch in die Kirche, die jetzt nur noch 399 Meter weit weg ist. 98? Yep. Und wir schleichen uns mal rüber. Es hat ja bis jetzt sehr gut funktioniert, ja, das Schleichprinzip. Wenn man sich so ein bisschen eingefuchst hat, es funktioniert. Und hier sieht's erstmal sicher aus, dem Weg hier oben lang. Drum werden wir auch diesen beschreiten. Also hören tut man erstmal keinen. Und sehen tue ich ehrlich gesagt auch keinen. Was mich wieder etwas beunruhigt. Ist da wer auf der Straße? Hier ist keiner. Nö. Nö, nö. Da kann ich rein. Seht ihr das? Hier geht es rein. Das werden wir doch gleich nutzen. Wachsames Auge. Diese Französin muss mich betäubt haben. Mir ist ganz schwindelig. Das war der Wein, du Idiot. Die Französin. Aha. Ist das etwa unsere kleine Französin? Sollte sie nicht in die Schweiz abhauen? Nein, ihr Kollege, ne? So, und jetzt ist anscheinend hier erstmal ein bisschen Action angesagt. Hey, der ist besoffen. Dreckiger Freak. Er nimmt mich aber noch nicht wahr. Oh, oh. So. Einen abgeknallt, den anderen schnell gemeuchelt. Hat funktioniert. Kein Alarm. Alles leise und sauber. Nimm den Arm runter hier. Junge, Junge. Selbst nach dem Tod noch blöd. Oh, Dynamit. Sehr schön. Da lasst uns doch mal irgendwie da was anstecken, anzünden, in die Luft jagen. Und das ist wahrscheinlich... Ist das der Weinkeller, von dem gesprochen wurde? Ich glaube nicht. Es liegt auf jeden Fall nicht im Norden, deswegen irgendwie... Hm. Und es war jetzt auch keine große getarnte Tür. Oh, ein Friedhof. Na gut, so verwunderlich ist es nicht an der Kirche. Oh shit. Scheiße, Mann! Wer kann denn damit rechnen, dass die jetzt kommen? Aber gesehen hat mich noch keiner. Beziehungsweise wissen sie nicht, wo ich bin. Alles noch im grünen Bereich. Ja, ja, ich komme hier, Kollege. Achtung, weg da. Meine Fresse, ich bin Fotograf, kein Bodybuilder. Kommt rein, Jungs, der Widerstand. Und jetzt heißt es, alle Gegner auslöschen. Für den Widerstand. Auf geht's, Freunde. Jawohl. Und wir sind zu dritt. Das ist ja der Hammer. Ne, zu viert. So, Jungs. Oh. Ach so, du schlitterst hier rum. Ich dachte schon, hätte schon irgendwer geschossen. Sehen tue ich keinen. Was machst denn du? Jetzt geht ihr wieder weg, oder was? Na, danke. Vielen Dank für das Gespräch. Einmal kurz hier hingeschlittert, die Hose dreckig gemacht und dann auf einmal sind sie wieder weg. Da unten haben wir einen. Ich werde aber erstmal spotten. Nummer 1. Sehen tut mich keiner. Muss man immer schön unten links gucken. Musst du gucken. Oh, da können wir was hochjagen. Hehehe. Das werde ich natürlich dann auch tun. Tja, aber ansonsten sehe ich hier auch keinen. Jetzt sieht er mich. Hey, wie gefällt dir das? Und wamm! Sehr schön. Hat uns keiner mitbekommen. Gegner im Gebiet. Ja, das sind keine hier. Oh oh. Wenn man es sagt, dann kommen sie sofort. Und mein Widerstand, wo ist er hin? Ich sehe sie nicht. Gott verdammt, ich sehe sie nicht, aber sie wissen, wo ich bin. Die werden wahrscheinlich gleich hier hochrammeln. Ja, wer hätte das gedacht? So, Jungs, Widerstand. Meine Leute kommen nicht, das ist ziemlich unnütz. Warum habe ich die befreit? Was sind das? Sind das Gegner? Ich weiß es nicht. Erstmal eine Granate hinmachen. Mach's gut. Bams. Das
immer gut. Ach, guck mal da auf der Karte. Oh, das sind unsere. Das ist... Ups. Ein Querschläger von Granate. Fällt noch mal ein. Jawohl, Widerstandskämpfer läuft erstmal voll ins Feuer rein. Sehr intelligent. Aber ich gehe hier wieder hoch. Ich lass mal wieder den Sniper raushängen. So, Jungs. Voll daneben. Wams, jawohl, ja. Mal ganz genüsslich an dem kleinen Schloss hier angeklopft. Unsere Gegner. Da hinten. Auf dem Moped. Wams! Hahaha. Aber ich sehe jetzt keiner. Uiuiui, den hat's voll zersägt hier mit der Granate. Das Gute ist, auf uns schießt keiner. Und ich sehe keinen. Ich gehe mal ein bisschen zurück auf der Brücke. Vielleicht habe ich hier einen besseren Winkel. Denn ich wüsste, auf wen die schießen. Ich sehe sie halt nicht. Vielleicht sieht man ja, wo die Kugeln hingehen. Irgendwo hier so hin. Ja, da habe ich doch alle abgeschossen. Na gut, auf in die Schlacht. Uiuiuiui, da ging nochmal was hoch. So, wir konnten vorgerückt. Wir haben auch noch zwei Granaten. Oh, 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 oh. So treffe ich nicht. Das ist ungünstig. Aber wir flankieren sie mal. Ein guter Plan. Oh, die sind hier drin. Ja, das ist er. Haha, jetzt werden sie von vorne aufs Korn genommen und von der Seite. Wo ist denn hier der Stein? Hier ist der Stein, hier muss ich wieder drauf. Und hopp. Komm. Sehr geil. Kann ich da eine Granate reinschmeißen? Tja, wäre auch zu schön gewesen. Und schnell weg. Beinahe selbst hier in die Luft gejagt. Das wäre ja kein glorreicher Tag gewesen. Junge, das sind aber auch viele. Aber wir haben ein paar erwischt. Ist das feige? Ja. Aber effektiv. So, der Eingang ist geebnet. Schicken den da oben treffe ich nicht. Aber da werde ich bestimmt auch noch anders hochgehen, oder? Ich gehe einfach mal rein. So, Jungs. Dahinter dürfte jetzt keiner mehr sein. Gebt mir Rückendeckung. Ich spreng die Hütte auf. So, noch ein bisschen Muni mitnehmen. Und ich krieg erstmal einen auf den Sack. Feierabend, Wams. Den da oben will ich jetzt aber irgendwie noch abknallen. Der geht mir auf den Sack. Krieg ich den mit einer gezielten Granate? Ey. Der schießende Busch. Irgendwie eine Granate da reinwerfen. Das krieg ich doch bestimmt hin. So, Freunde. Jetzt ist er aber definitiv hin. Keine Chance. Alter! Du Hund. Wow, der macht hier wieder sein Breakdance. Tanzende Nazis. Das sind gefährliche Nazis. Wo ist denn hin? Haben meine Widerstände... Oh, er stellt sich auch irgendwo oben noch hin. Fühlt sich aber auch wie Lord Mutzel. Ey, das gibt's doch nicht. Wo ist denn mein Widerstand? Machen die auch mal irgendwas? Jetzt haben sie es angeschossen. Das war ja mal ein Mega-Flop. Ich komm rüber, Junge. Jetzt reicht's. Ja. So, dein Asthma-Spray brauchst du nicht mehr rausholen. Verpiss dich. Er ist nicht weg, er ist tot. Ich habe den längst erledigt. Kommt jetzt, wir wollen da rein. Ja. Und wenn du mich siehst, ist es schon zu spät. Bin drin. Ich gehe erstmal unten hin. Nicht, dass die von oben gleich durch die Tür rammeln. Erstmal alles sichern hier. Alles sichern. Oh Mann, aber eine schicke Hütte hier. Bisschen wenig drin. Aber sonst würde es mir hier auch gefallen. So, Jungs, ihr könnt auch reinkommen. Es ist durchaus erlaubt. In meine neue Villa seid ihr herzlich eingeladen. Da müssen wir rein. Wahrscheinlich. Oh, da ist doch einer. Er hat einen Schuss nicht gehört. Ha, 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 ha.
So, damit hat man, glaube ich, auch den letzten erwischt. Und jetzt machen wir hier sicherlich einen Door Breach. Ready, steady, go. Rah! Ich sehe überhaupt keinen. Hab ihn. So, nochmal nachgeladen in Zeitlupe. Ihr dreckigen Nazi-Wichser. Mission erfüllt. Ich habe sie fotografiert und ich hatte gerade angefangen, ihren Kampf zu kämpfen. Aber damals habe ich diese Widerstandskämpfer und den Grund für ihre Risikobereitschaft, die Bereitschaft, alles für die Sache zu geben, nicht verstanden. Es war eine Einstellung, mit der ich nichts anfangen konnte. Zu dieser Zeit waren sie für mich nur eine große Story. Nichts weiter. Ja, damit hätten wir diesen Offizier auch gekillt. Und ich muss sagen, war eine coole Mission. War ganz viel Abwechslung drin, von Schleichen über Snipern, dann auf eine knallharte Action hier. Und zum Schluss natürlich der obligatorische Door Breach in Zeitlupe, was von Call of Duty ganz oft schon übernommen wurde. Aber ich finde, warum sollte man das nicht übernehmen? Ich habe mich da aber auch noch nicht satt gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Weil ja immer so oft gesagt wird, ja, alle kopieren halt diese Sachen nur und man hat sich da schon satt gesehen und finde ich jetzt nicht. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was passiert denn hier? Hier ist die Kacke richtig am Dampfen. Und das sieht so geil aus hier, diese Explosion mit der angehaltenen Zeit. Das hat schon was. Auch dieser leichte Dreck auf der Linse hier, was das Licht nochmal ein bisschen bricht. Und er guckt ein bisschen dämlich und wir drücken Start. Hier spricht Warschau. Warschau richtet das Wort an alle freien Nationen. Heute ist der 37. Tag des Aufstands. Auch wenn wir uns behaupten, wird Warschau langsam zu einer Ruinenstadt. Heute hat die deutsche Luftwaffe Flugblätter verteilt, auf denen steht, dass sie die gesamte Stadt zerstören wird, wenn wir nicht sofort aufgeben. Trotz unserer schweren Verluste und des Ausbleibens der erwarteten Hilfe ist die Entschlossenheit der Menschen, bis zum bitteren Ende zu kämpfen, so stark wie nie zuvor. Hier spricht Warschau. Oh, hier sprach Warschau. Scheiße, Mann. Das gibt einen deftigen Tinnitus. Geht es allen gut? Ja. Ja. Was zum Teufel war das? Eine nicht detonierte Bombe. Gott ist uns heute wohlgesonnen. Jupp, da hat man aber mal richtig fett Schwein gehabt. Er steht kurz davor, das Pathgebäude zurückzuerobern. Wir müssen zu ihnen. Doch zuerst schwächen wir den Feind. Molotow-Cocktails aufnehmen. Molotow-Cocktails, alles klar. Corsera. Von einem Haufen Deutscher umgeben sind. Hä? Ah, seid ihr nicht auch Nazis? Seid ihr böse? Anscheinend nicht. Aber ihr seht irgendwie doch ziemlich Nazi-ähnlich aus. Zumindest von der Uniform. So. Das sind unsere und hier sind die Molotovs. Okay, ich hab's geschnallt. Zack, zack, zack. Bier eingesackt. Jawohl, eine schöne Bierdusche hier. Festival-Feeling. So hier hört sich das. Inventar voll. Okay. Was ist jetzt unsere große Aufgabe? Alles klar. Beschießt sie mit allem, was wir haben! Ich sehe überhaupt keine Gegner. Oh, jetzt sehe ich sie schon. Das Ding brennt. Na toll, das war ja mal gar nichts. Jungs, habe ich noch welche? Zwei Stück habt ihr mir nochmal gegeben, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das Ziel ist. Ach, ihn abzuknallen. Bam!
Und dann nehmen wir noch einen, oder was? Gerne doch. Das ist doch scheiße, Mann. Das bringt doch gar nichts. So, drauf geholzt. Das ist das Einzige, was uns bringt. Hier drüben ist noch einer, oder was? Irgendwo da. Aber ich sehe ihn nicht. Hier ist noch ein Molotow. Da brennt noch nichts. Da brennt noch nichts. Da muss noch mal. Das ist... Der Molotow ist ziemlich blöd. Gebt mir doch lieber mal Granaten. Zack. Schädel ab. Kommen die nächsten Nazis an. Die Waffe ist geil. Hält ordentlich Pfeffer unter der Haube. Aber die sind echt gut getarnt hier. Die sieht man kaum. Aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Oh Mann, jetzt gehe ich mal besser in Deckung. Lalala. Lalala. Oh, da können wir was in die Wand malen. Das ist das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt. Ich muss was an die Wand, malen. Ach, kommt her. Wir haben sie. Schmeißen wir sie auch raus. Zack. Das ist irgendwie wie nichts, oder? Das ist... Habe ich nicht noch ein Scharfschützengewehr? Oh, sehr geil. Ein Scharfschützengewehr. Irgendwer trifft mich. Ich sehe sie nicht. Da. Jetzt zeig deinen dämlichen Helm wieder. Angeschossen. Ja. Angeschossen und er hat mich erschossen. Er hat auch nicht so richtig drauf reagiert. Auf meinen Schuss. Verdammt. Ja, das kennen wir doch jetzt hier schon. Leute. Er steht kurz davor, das Path-Gebäude zurückzuerobern. Wir müssen zu ihnen. Doch zuerst schwächen wir den Feind. Jawohl, schwächen wir den Feind. Na toll. Da bin ich aber froh, dass die Teile, die wir brauchen, von einem Haufen Deutscher umgeben sind. Genau. Bin ich aber echt froh. Ach, ach, jetzt habe ich es geschnallt. Weg hier! Aufs Benzin aufpassen! Nicht damit in Berührung kommen! Vorsicht, Molotow-Cocktail! Feuer! Beschießt sie mit allem, was wir haben! Hm, das war ja mal ein richtiger Flop. Aber der wäre gut gekommen. So von der Entfernung. Sehr geil, der hat gesessen. Gleich nochmal einen hinterher. Jawohl, gleich den nächsten. Sag mal nochmal einen hier. Hat er nicht genommen. Warum hat er den nicht genommen? Warum kann ich den nicht nehmen? Jetzt hat er ihn genommen. Ich muss draufspringen. Der denkt sich, Super Mario muss das, dann will ich das auch können. Tja, man muss sie wirklich genau treffen, ansonsten bringt das hier gar nichts. Zack. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Barrikaden hier fetzen jetzt nicht so. Krass, hat aber funktioniert. Hm, also eben hat das doch länger gedauert, da hatte ich doch mehr abgeschossen. Aber unsere Molotow-Aktion hat hier gut was gebracht. Was macht denn er hier? Er kann sich von seinem Job nicht trennen. Selbst wenn das Ding hier schon abgebaut ist, der Schlauch. Du hältst das Ding nicht in der Hand, Freund Blase. Weißt du das? Hallo. Oh Mann. Der hat echt einen Knacks weg im Krieg. Was macht er? Hallo. Er zielt gegen die Wand und weiß nicht, was er machen soll. Die Nachzügler müssen wir noch töten. Ich vermute mal, dass hier noch irgendwo einer ist, den ich erst töten muss. Oder ich mache einfach mal einen Knall. Geht nicht. Scheiße, Mann. Hi. Kannst du mir sagen, was hier schief läuft? Du musst den Deckel da schon abmachen, sonst bringt das nichts. Egal. Er weiß, was er tut. Tja, was muss man jetzt machen? Ist das jetzt hier wieder ein Fehler? Das scheint ein Bug zu sein. Buggy, buggy, die Bug. Ich vermute, das muss ich nochmal neu laden. Es sei denn, man sieht hier noch irgendeinen Feind. Nö, sieht man nicht. Oder ich schieße einfach mal meinen Kollegen an. Vielleicht besinnt er sich. Nope. Okay, dann machen wir das Ding halt nochmal. Letzten Kontrollpunkt laden. Okay. Tja, tut mir leid, Leute. Irgendwie hat das Spiel tatsächlich Bugs. Wer hätte das gedacht? Davor, das Path-Gebäude zurückzuerobern. Wir müssen zu ihnen. Doch zuerst schwächen wir den Feind. Ja, Kosera. Ich habe das Gefühl, du hast einen Schuss nicht gehört. Dass die Teile, die wir brauchen, von einem Haufen Deutscher umgeben sind. So, gleich dasselbe Spiel nochmal. Er hat einen Schlauch wieder in der Hand. Er weiß jetzt, wie es funktioniert. Er hat den Trick raus. Wir werfen schon mal probemäßig einen Teil. Feuer! Beschießt sie mit allem, bisschen weiter.
Ach, guck mal, jetzt haben wir das Ding ja echt gemacht. So, und Nummer 1 ist raus. Der hat gesessen, aber bringt nichts. Bringt echt gar nichts, die Dinger hier. Das ist ja schwachsinnig. Vielleicht kommen sie direkt wieder raus hier ran. Kommt schon. Oder muss ich noch irgendwas Irgendwie ist der Wurm hier in der Mission. Jungs, könntet ihr auch mal schießen hier? Gebt mal her die Dinger. Was machst du? Das beißt schon nicht. Nimm's dir. Oh, nerven die mich hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh Mann. Mein Kollege hat schon wieder den Schlauch nicht mehr in der Hand. Alter, ach, da oben. Bitteschön. Ach komm. Noch besser kann man den doch nicht treffen. Ich versuche nochmal zu snipern, auch wenn es nichts bringt. Ich sehe die echt nicht. Die Grafik ist so gut, dass ich sie nicht sehe. Ach, beweg dich doch jetzt nicht. Ey, irgendwie schieße ich hier meinen Kollegen immer zu den Hinterkopf. Kann das sein? Ich geb dir Deckung. Die ganze Zeit schon, falls du es nicht bekommst. Oh, da links ist noch einer. Wann ist die Mauer vorbei? Zack. Haha. Ist da noch einer? Da ist doch noch ein Helm. Was? Okay. Jetzt sind es auch definitiv mehr Gegner. Ach, du Depp. Geh weg. Oh. Er ist auch doof. Stellt er sich genau in den Weg. Ich hätte sie noch alle erwischen können. So, Kollege. Und jetzt? Geht's wieder nicht weiter. Ich könnte kotzen. Aber er ist jetzt tot. Warum auch immer. Hm. Muss ich irgendwas triggern? Ich verstehe es nicht. Es hat geruckelt. Das bedeutet, er hat was geladen. Was auch immer. Vielleicht muss ich hier das P dran malen. Geht nicht. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen ohne ihn weiter. Auch von hier hätte ich ja auch geil snipern können, ne? Das wäre natürlich gut gewesen. Hier können wir noch ein P dran malen. Jawohl. Wenigstens was hier schafft hier. Tada! Oh, und er speichert. Hey, hier kann ich drüber. Hä? Raff ich nicht. Egal. Er ist auch hier drüber gekommen, wie auch immer. Er hat sich gebeamt. Oh Mann, dieser Freak. Okay, Leute, aber hiermit beende ich den Part. Und das nächste Mal machen wir weiter mit Enemy Front. Haut rein!